Gut, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder in Transport Fever unterwegs und hier sehe ich gerade, hier habe ich vergessen, das Gras wegzumachen. Okay, das muss ich dann definitiv noch tun. Ich möchte den Gras zwischen den Gleisen. Ja, die Strecke ist soweit fertig. Züge laufen bereits. Wir fahren gerade mit einer der 50 km/h Loks. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber das kann ich glaube ich nachschauen. Ich muss hier noch ein Stück beschleunigen. BR53. Ja, das ist nicht unsere stärkste Lok, nur ich wollte etwas Abwechslung haben. Und auch wenn die andere viel leistungsstärker ist und eigentlich viel besser für den Güterverkehr wäre, wir können natürlich noch keine 60 km/h Loks, keine 60 km/h Dings nutzen, Wagen, weil die gibt es gar nicht. Und ich glaube, die nächsten haben wir jetzt im Jahr 1900 freigeschaltet. Das wären die 80 km/h Wagen. Würde ich gerne nutzen, aber faktisch gesehen, die gab es, also die Loks hier draufgeschmissen habe, noch nicht. Ich würde jetzt erstmal weiterfahren lassen. Ihr seht auch schon, das mit dem Gleiswechsel klappt bisher ganz gut, aber es fahren auch noch keine Getreidewagen hier mit rum. Ja, ansonsten landschaftlich finde ich es wunderschön mittlerweile, ganz ehrlich. Hat sich voll gelohnt, die Strecke zu bauen. Nochmal zurück zu den anderen Loks hier fahren. Für die Stahllinie zum Beispiel, da fahren wir auch noch mit. Die 60 km/h Loks drauf. Ich habe auch ihren Namen vergessen. Und wir fahren im Moment hier mit der B53. Hoffentlich kommen demnächst noch viel mehr Lokomotiven mit dazu, dass wir wirklich viele unterschiedliche laufen lassen können dergleichen. Wir haben auch eine neue, jetzt im Jahr 1900 freigeschaltet. Aber die würde ich, glaube ich, für den Personenverkehr lassen. Die ist ein bisschen sehr gut und ein bisschen sehr teuer für den Güterverkehr. Und so läuft es ja auch. Und ich glaube, das passt schon. Und diesen kurzen Stück, ich habe hier ein bisschen weit hingesetzt. Und drüben seht ihr noch, wie es davor aussah, mit diesem verdorrten Gras. Hier finde ich es eigentlich ganz schön. Ich habe hier noch ein Depot da reingesetzt. Ja, da ist auch gerade noch ein weiterer Zug im Bahnhof. Schön. Ne, zwei sogar. Ich bin einen fast übersehen. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Mir fehlt nur noch die Zigarre. Ich bin zwar kein Raucher, aber für diesen Moment würde ich mir eine Zigarre oder so eine Fake-Zigarre besorgen. Dass sich gerade rumgedreht. Hier fährt auch schon wieder los. Und da kommt auch schon ein neuer Zug ein. Also ich bin sehr zufrieden, wie das sich hier darstellt. Ich hätte gerne noch ein Gleis mehr gehabt, anstatt die neuen, die wir jetzt haben mit den beiden Bahnhöfen. Alleine schon aus dem Grund, dass wir noch ein weiteres Gleis brauchen, um dann auch die Lebensmittel, die da drüben produziert werden, hin und her zu schaffen. Dann wurde auch schon das ganze Eisenerz abgeladen. Schön. Da drüben ist natürlich ein ganzes Stück schneller. Ich glaube, der fährt auch leer. Hier wurde nur abgeladen. Der fährt auch leer los. Okay. Den holen wir auch nicht mehr ein. Aber wir fahren hier dann jetzt rechts lang und wir hätten ihn so oder so irgendwann aus den Augen verloren. Da kommt auch schon der nächste Zug. Ist ganz schön viel los hier. Finde ich sehr gut. Ansonsten, das Vorfeld macht sich doch auch besser als gedacht, um ehrlich zu sein. Es schaut nicht ganz so ohne Weichen dergleichen aus. Also das Problem an meiner Bauweise bisher ist, wo ich noch dran versuche zu arbeiten, ich nutze im Prinzip meistens dann in der Regel immer zwei Gleise für den Personenverkehr oder wenn es noch mehr Orte zum Anschließen gibt, sagen wir mal, es sind vier Orte drumherum, nutze ich vier Gleise für den Personenverkehr und da muss ich nicht großartig zwischendurch herwechseln, hin und her wechseln, auch wenn ich es gerade vor dem Bahnhof mache. Das führt dann meistens vor dem Bahnhof direkt dann zu Staus und wenn die Züge sich dort stauen, ist auch ein bisschen bescheiden. Und dementsprechend gibt es auch relativ wenig Weichen, die hin und her gehen. Meistens gibt es die Weichen dann bei Zuführgleisen und dergleichen. Oder bei so anderen Fällen, wie zum Beispiel hier. Da haben wir relativ. Da ist noch ein bisschen Gras, aber das kann ja bleiben. Wir haben ja auch noch relativ viel. Warte mal, oh, das Signal schwebt da. Okay, Stunde, glaube ich, mich ablenken lassen. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Habe ich den Faden verloren. Das Signal hat geschwebt, oh Mann. Achso, meistens nur bei den Zuführgleisen, die vom Depot kommen dergleichen. Da gibt es dann Weichen oder wie hier, wenn mehrere Strecken mit dieselben Gleisen nutzen. Was gar nicht so häufig vorkommt. Und hier gibt es leider wieder einen kleinen Huckel, sehe ich gerade, aber er ist nicht so extrem. Schön ist er trotzdem nicht. Ja. Und dementsprechend gibt es relativ viel wenig Weichen vor den Bahnhöfen. Ich könnte das natürlich noch ein paar random reinsetzen, muss ich mal schauen.
Aber hier schaut es doch viel schöner aus, weil es wirklich in viele mehr Richtungen weggeht, auch weil wir im Moment relativ nah bei den Flüssen immer gebaut haben. Und gerade die größeren Bahnhöfe stehen halt fast alle bei irgendwelchen Flüssen oder in der Nähe. Und dementsprechend splitten die Gleise sich nicht so dermaßen stark in alle Richtungen auf. Aber ich glaube, das kommt alles noch, wenn wir ein bisschen mehr im Inland sind. Weil sonst sind halt. Okay, hier können auch Berge im Weg sein, aber potenziell ist so uns halt ein Fluss im Weg und das macht es nur schwieriger. Das mit dem Laden ging aber ziemlich flott. Nicht schlecht. Unsere Lok ist auch schon ein bisschen rostig. Ich glaube, ich habe aber erhöhtes Dings eingestellt. Oh, habe ich nicht. Wie kommt das denn? Ich bin der felsenfesten Meinung, dass ich das gemacht hatte. Auch hier nicht. Hat es das nicht gespeichert? Schon wieder? Ja, hat das gemacht. Verstehe ich nicht ganz. Okay, aber wir wollten ja eigentlich die Mitfahrt machen. Nur ich dachte mir beim Beschleunigen, das passt schon. Jetzt haben wir zumindest schon mal die 26 km/h. Und ich glaube, an vielen Stellen, wo wir Sachen abholen, da geht es dann erstmal ein Stück runter. Das macht das Beschleunigen deutlich einfacher. Denn ihr seht schon, auch mit den 92, die wir hier geladen haben, da wollte ich dann doch nochmal nachschauen, wie viel das eigentlich ist. Gewicht 263 Tonnen, 153 vom Zug und 110 von den Gütern nur. Aber schon mal nicht schlecht. Da drüben sehen wir auch die große Brücke. Oh, da fährt gerade der Stallzug weg. Schick. Hier habe ich diese kleine Klippe so ein bisschen gelassen. Ich habe es ein bisschen schöner gemacht, dass es nicht ganz so krass ist, aber so ein bisschen ist, glaube ich, nicht verkehrt, aber das schwebende Signal. Ich glaube, für das Signal war das mit der Klippe gar nicht so gut. Vielleicht packe ich da noch einen kleinen Vorsprung hin oder dergleichen, jetzt wo ich weiß, dass das Ding schwebt. Aber das daneben schwebt auch. Okay. Nun gut. Ich finde, das hätte man von der Höhe noch ein bisschen besser anpassen können, aber dann ist das wohl so. Weiß ich nichts mit anzufangen. Aber hier schwebt es nicht, oder? Na, da kommt uns auch gleich einer verfolgen. Der hat das schon abgeladen. Die Autosaves hätte ich ausmachen sollen. Einstellungen erweitert. Autosave-Intervall aus. Entschuldigt, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Wir bauen ja nicht. Ich glaube, fürs Bauen würde ich es weiterhin anlassen. Ja, ich habe jetzt einen Absturz schon gehabt. Ich vermute, es war halt vom Spiel. Und das möchte ich nicht nochmal haben. So. Und da sind wir auch schon drin. Gerade abgeladen. Dann sind wir die einzigen im Bahnhof diesmal. Da hinten ist gerade einer rausgefallen. Fahren, da sieht man noch den Quallen. Hinter uns alle kommt auch gerade einer wieder mit reingefahren. Ja, die 60 km/h-Züge, weil die deutlich leistungsstärker sind, die habe ich mittlerweile auch, glaube ich, auf 318 Meter oder so. Da kam ja schon mal einen richtig langen Zug. Da fahren wir dann auch noch dran vorbei, bin ich der Meinung. Es schaut halt. Es kommt der Realität immer näher, finde ich. Finde ich sehr gut. Mal ein bisschen mehr los. Ich weiß nicht, ich muss es nicht unbedingt realistisch haben. Ich will einfach nur was fürs Auge haben. Ich bin dann doch sehr erfreut über sowas. So ein richtiges Modellbahn-Feeling. So wird das auch noch nicht gesehen aus der Nähe. Mit dieser kleinen Kerbe da dran. Interessant. Ja, auf alle Fälle hier. Ihr seht schon, auch wenn die zusammenfahren, im Prinzip ist es erstmal nicht alles komplett auf einem Sechserstrang. Und das macht das Vorfeld auf alle Fälle interessanter. Auch wenn ich hier im Moment sagen muss, die sechs Gleise. Warte mal, sind das sechs? Ja, sind sechs. Es wirkt halt im Moment noch relativ wuchtig. Andererseits, es fährt jetzt schon eine ganze Menge drauf. Und ich glaube, das wird noch besser ausschauen, wenn die Züge auch ein Stück schneller unterwegs sind und auch ein Stück länger. Ja, hier sind wir auf der Brücke unterwegs. Hier geht noch der kleine Feldweg entlang. Und dann haben wir auf dieser Strecke doch ein paar Tunnel mehr. Zum einen ist das, glaube ich, nicht schlecht. Es gibt ja noch die Trophäe mit habe 100 Kilometer Tunnel oder so. Wenn nicht, baue ich dann einfach mal irgendwo einen ewig langen Tunnel hin und starte den mehrfach raus und dann kann ich es ja wieder abreißen, wenn ich es nicht schaffe. Aber also im Moment haben wir 10 Kilometer oder so. Knapp. Passt ganz gut. Ihr seht das schon. Die, ich glaube, Pullman heißt sie oder so. Muss ich gleich mal nachschauen. Was für ein
geht fast durch den ganzen Tunnel. Ja, da sind wir auch schon fast beim nächsten Bahnhof. Hier der Überweg ist mir gar nicht so schlecht gelungen, finde ich. Der Bahnübergang. Meine Güte. Wenn mir das Wort gerade entfällt. Da drüben holen wir gleich wieder Eisenerz ab. Läuft, würde ich sagen. Und hier ist halt immer noch ein wie nenne ich's? Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Bin heute scheinbar nicht ganz bei der Sache. Ja, nenne ich es ein Plateau. Auf alle Fälle, da ist noch was für Getreide übrig. Hier sieht man ja auch die Farben. Ich habe das so platziert, dass die hier relativ nah beieinander sind. Ich bin gespannt, ob das dann aufgeht mit den Weichen gleich, ob sie sich hier dann doch stauen. Aber dann haben wir zumindest mal mehrere Loks auf demselben Gleisen fahren. Hier, der fährt einfach nur dran vorbei. Der hält hier gar nicht. Und fährt im Prinzip da hinten in den Tunnel mit rein. Den sieht man gerade so nicht, dass hier unsere Lok selber im Weg wohnen. So, sieht man hier. Ach ja. Ja. Wie geht's denn dann eigentlich weiter? Also mein Plan wäre jetzt als nächstes den ersten Schritt zu einem meiner Herzensprojekte zu gehen. Für diese Karte auf alle Fälle. Ich weiß noch nicht, ob ich euch das in einem Speedbuild mit reinbringe oder ob ich einfach nur die Mitfahrt euch direkt gleich gebe. Dann haben wir zwar den Bau jetzt nicht wirklich mit drin, aber ich hoffe, dann ist die Überraschung ein bisschen größer und die Mitfahrt noch ein bisschen interessanter. Und es kreuzt sich da gar nichts, weil das wird, das nehme ich schon mal vorweg, meine Lieblingshochgeschwindigkeitsstrecke auf dieser Map. Ich weiß, der Zug, den wir im Moment haben, der schnellste, der gerade jetzt im Jahr 1900 mit dazugekommen ist, schafft nur 100 km/h. Noch keine Hochgeschwindigkeit, aber wir schaffen im Moment nur 50 oder 60 km/h. Das ist auch nicht viel schneller. Das ist fast eine Verdopplung zu den 60 km/h und auf alle Fälle eine Verdopplung zu den 50 km/h. Die hat auch mehr Leistung, die wird schneller beschleunigen und allen drum und dran. Also schon auf alle Fälle ein ganzer Sprung nach vorn. Und irgendwann mal lassen wir da Hochgeschwindigkeitszüge fahren auf dieser Strecke. Und weil ich da so oder so mehr mitfahren möchte, würde ich sagen, oder ragt das Signal, ich klatter in den Tunnelwand hinein. Und da werden wir überholt. Ja gut, die hätte länger Zeit zum Beschleunigen. Ah, wie schick. Das können wir uns noch mal erzähle ich weiter. Ich glaube, der Qualm, der da unten rauskommt, müsste eigentlich von der Bremse sein. Oh, nee, das ist der Wasserdampf, der dazu genutzt wird, um das Pleuel anzutreiben. Ich glaube, das heißt bei der Lokomotive da unten Pleuel. Das ist so eine Sache. Oh, da sind die Puffer voreinander gegangen. Interessant. Noch ein Zug entgegen, sehr schön. Ah, ich liebe solche Mitfahrten. Was wollte ich eigentlich sagen? Da habe ich auch immer noch teilweise Probleme mit. Ich habe Maschinenbau studiert und bin dann zwar in die Richtung Robotik gegangen und dergleichen, da kenne ich mich da an sich besser aus. Nichtsdestotrotz, manchmal so, jetzt wo ich auch immer mehr mit der Praxis zu tun habe und auch im Prinzip in einem Gebiet arbeite, was gar nicht so viel eigentlich mit Robotik zu tun hat. Hin und wieder programmiere ich was, aber das ist super einfach, um ehrlich zu sein. Das ist nicht der Rede wert. Vielleicht ist auch zugegebenermaßen die Praxis dann doch etwas einfacher als die Theorie. Vielleicht nicht einfacher, aber auf alle Fälle anders. Was ich alles an mathematischen Methoden mitbekommen habe und allen drum und dran, und da fährt sogar der Steilzug los, beeil dich mit Ausladen. Vielleicht können wir mit dem noch ein Stück mitfahren. Und der, ah ne, der fährt dann wieder da hinten hin. Auf alle Fälle können wir noch mit dem Steilzug ein bisschen mitfahren. Die sollten schneller beschleunigen als der. Das heißt, wir werden ihn erstmal wieder überholen, dann er uns. Auf alle Fälle, worauf ich hinaus wollte, du lernst sehr vieles, wie man es theoretisch machen kann. Du lernst, kriegst viele Methoden mit und allen drum und dran. Aber im Endeffekt, Excel. In der Praxis nutzt man super häufig einfach Excel, weil es halt so gut funktioniert in der Praxis. Und für die meisten Sachen reicht es auch komplett aus. Und für die restlichen Sachen, da packst du halt mal andere Tools aus, aber das ist einfach normal, nicht
Nicht der Regelfall. Ansonsten halt immer Excel. Ohne da jetzt irgendwie mich selber schlecht machen zu wollen. Aber darauf läuft es effektiv hinaus. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Damit? Achso, ja. Auf alle Fälle ist es halt. In der Praxis wird es mitunter viel einfacher gemacht als in der Theorie. Du lernst, wie man es richtig macht, wie man es komplett auf 100% genau berechnet oder zumindest nur 90% genau und so weiter. In der Praxis, grobe Überschlagsrechnung, du weißt, musst noch einen Sicherheitsfaktor mit einbauen und gibst vielleicht noch ein, zwei Millimeter mehr dazu und dann passt das auch. Du bist aber halt einfach viel schneller und die Zeit ist halt einfach Geld in dem Fall. So, wir haben die 50 km/h erreicht. Und die andere drüben müsste auch die 50 km/h so langsam erreichen und dann sieht sie uns von dann. Ja, Zeit ist Geld und dementsprechend in der Praxis, auch wenn es nicht hundertprozentig genau ist, dann sagst du halt anstatt, was ich denn, ich habe ausgerechnet 20 mm, ich weiß, das ist nicht allzu genau, das sind 5%, das wäre noch Millimeter mehr, dann mache ich halt 21 mm, dann bin ich auf der sicheren Seite. Es gibt ja noch einen Sicherheitsfaktor und die Sache hat sich vier Züge auf einmal mit uns. Schöne Sache. Hier fahre ich sehr gerne mit. Auch weil es so bergig ist. Freut mich doch sehr. Und da kommt noch ein fünfter Zug uns entgegen. Schick. Sehr schick. Worauf ich hinaus wollte. Achso, in der Praxis, in der Theorie hat man halt viele andere Dinge, die man in der Praxis so gar nicht macht. Oder auch wie Dinge zum Beispiel heißen. Ich habe noch nie was von einem HBI-Träger gehört, zum Beispiel. Das ist einfach nur ein HBI-Träger in einer schmaleren Ausführung. Und im Studium wurde halt nur gesagt, Doppel-T-Träger, die Sache hat sich. Ach nee, ich weiß gar nicht, ich weiß warum. Die Wagen schaffen 50 km/h, der wird uns gar nicht überholen. Wir begleiten den Zug jetzt eine ganze Weile. Ich habe mich schon gewundert, wann kommt denn der Moment? Natürlich, dass ich immer so hin und her springe, aber ich möchte natürlich auch auf das Geschehen, was wir da sehen, eingehen. Ja. Auf alle Fälle, ich vermute, ihr seht da den Antrieb. Achso, ihr seht nicht, worauf ich zeige. Bei der Lok unten, bei den Rädern, da ist ja, nennen wir es Kurbelantrieb? Ich würde es Kurbelantrieb nennen. Und ich glaube, diese Stange, da nennt man Ploll. Auch bei den Loks. Im Allgemeinfall würde ich es auf alle Fälle Ploll nennen. Und solche Dinge, wie man das nennt und dergleichen, das lernst du im Studium selbst. Ja, es gibt da Möglichkeiten, drauf einzugehen und dergleichen. Und vielleicht, wenn ich eine andere Spezialisierung hätte, nicht gerade Robotik, sondern eher in Richtung Konstruktion gegangen wäre oder mehr in Richtung Fertigung und dergleichen, wüsste ich eher, wie solche Teile heißen. Oder wie man sie allgemein nennt. Aber es ist mir halt sehr aufgefallen, dass im Stuhl oder ich ziemlich ein Problem und nicht Probleme hatte. Teilweise gerade bei der Namensgebung ziemlich aufgeschmissen war mitunter, als es dann in die Praxis ging. Oder aufgeschmissen ist auch das falsche Wort, aber ich stand dann halt teilweise richtig doof da. Ich bin nicht allzu doof, aber ich stand dann halt super doof da, weil ich solche Kleinigkeiten wie die Namensgebung dergleichen nicht drauf hatte. Ja, ein krassestes Beispiel ist, glaube ich, wir haben eine größere Maschine, wo eine Art Tisch immer rein und rausfahren kann, um Material in die Maschine reinzubringen und rauszubringen, weil innen drin muss ein Schutzraum sein, weil da mit ordentlich Kraft gearbeitet wird und mit ordentlich Leistung. Nicht mit Kraft, es ist ein Laser. Und auf alle Fälle, da ist mal die Kette mehr oder weniger, oder der Mitnehmer nennt man das, ist rausgesprungen, so dass der Kettenantrieb die Tische nicht mehr richtig raus, rein und rausgefahren hat. Und ich habe halt diesen Mitnehmer einfach nur, ich glaube, Knubbel habe ich es genannt, hat wunderbar gepasst, wie es funktioniert. Habe ich klar verstanden. Nur wenn ich meinem Chef erzähle, da ist der Knubbel rausgesprungen, wir müssen ihn irgendwie wieder auf die richtige Position bringen, wieder einrasten lassen und dann funktioniert das mit dem Tisch wieder. Und er steht da und grinst mich an, weil ich solche einfachen Begriffe wie oder Mitnehmer nicht kenne. Ja klar, ist ein Mitnehmer. Aber in dem Moment, keine Ahnung, und das fällt halt doch sehr stark auf. Nun gut, jetzt wo es hier wieder weniger gibt, zurück zum Thema, die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Auf alle Fälle, dadurch, dass wir da öfter mitfahren, also wenn wir irgendwann 300 km/h Züge mitfahren und immer mal wieder wird es jetzt ein Update geben, weil jetzt werden die Züge auch immer wieder ein Stück schneller, möchte ich behaupten. Ich denke, die 100 km/h werden nicht das Ende der Fahnenstange sein. Bin mir relativ sicher, irgendwann gibt es den Flying Scotman, ich weiß nicht genau, wann der kommt.
aber dann werden auf alle Fälle wieder mitfahren und so weiter, wenn dann neue, schönere Loks kommen. Und ja, von daher, ich würde euch, glaube ich, den Bau selber gar nicht mit reinbringen oder wenn, dann als Speedbird. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich oft hin und her schwenke. Und wenn du so oft hin und her schwenkst bei einem Speedbird, schaut das halt sehr ruppig aus für euch dann. Das ist ein bisschen schade. Auf alle Fälle würde ich das, glaube ich, so machen, dass ich das jetzt für euch zusammenbaue und wir dann einfach eine richtig große, lange Mitfahrt machen von Hamburg. Ich glaube, sogar die Jungfernfahrt würde ich dann mit euch mitmachen. Dass noch gar nichts anderes draufhält. Ich weiß, dann werden keine Passagiere in der gleichen drin sein, aber dann sind wir vielleicht ein Stück schneller, obwohl die Passagiere sind gar nicht so schwer. Aber das mit dem Austarieren und gleich, wenn uns dann Züge entgegenkommen, das würde ich auch später verschieben. Wir konzentrieren uns einfach voll auf die Landschaft. Weil ich glaube, das wird mit Abstand die längste Strecke, die wir je hatten. Und ich glaube, dann werde ich mich auch, dann muss ich mal schauen, wie ich das... ich weiß, es gibt die Kamerapositionen, es gibt mehrere Kamerapositionen. Man kann das, glaube ich, auch aus dem Fahrerraum heraus machen. Apropos, ich müsste es ja auch so hinkriegen, oder? Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich wieder runter... Ah, hab's gefunden. Aus dem Fahrerraum, nicht aus dem Fahrerraum, aus dem Passagierraum heraus. Kann ich denn drehen? Ah, so. Aus dem Passagierraum heraus, notfalls denn so. Und dann fahren wir einmal als Passagier mit, was man hier nicht alles so Schönes gemacht hat. Also nicht. Oh Mann, es gibt so viele Möglichkeiten, aber die Kamera zeigt nicht ganz geradeaus. Oder die zeigt geradeaus. Ich schaue nur ein Stück nach oben oder unten und dementsprechend gehe ich dann auch, wenn ich vorgehe, nach oben oder unten. Ich nehme an, auch hier wird es wie in anderen Spielen ja so gemacht sein, dass im Prinzip dieses mathematische Dreibein, was sich dahinter verbirgt, selber fix ist und man die Welt drumherum dreht. Und je nachdem, welchen Winkel du denn hast und im Prinzip nach vorne gehst mit diesem Dreibein oder hier die nach vorne Taste drückst, gehst du ja nicht nach vorne, sondern im Prinzip die Welt kommt ein Stück zu dir. Ich vermute, dass sie es so programmiert haben. Und ich würde sagen, hier an dieser Stelle, wir müssen da nicht nochmal in den Bahnhof reinfahren, dann würde es im Prinzip nur wieder zurückgehen zum Startpunkt. Schwenken wir gleich mal um auf die nächste Lokomotive und schauen uns auch mal an, wie du eigentlich heißt. PLN. PLN ist doch Pullman, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Auf alle Fälle PLN 220. Und die kann sogar 172 mitnehmen, also fast das Doppelte. Und ist 318 Meter lang. Apropos. Wie schwer bist du denn? 479 Tonnen. Wir haben fast die 500 geknackt. 272 vom Zug, 206 von den Gütern. Irgendwann schaffe ich es auch noch 50-50 Verhältnis zu haben. Und ich weiß, das ist schwierig, aber das kriegen wir hin mit stärkeren Lokomotiven irgendwann mal, denke ich. Gut, dann auf geht's. Ziehen wir jetzt durch mit dem Stahl. Hier auf dem Stück sind wir ja schon lang gefahren. Kann ich das dann vielleicht, wenn wir hier schon lang gefahren sind? Obwohl, die 5 Meter, die fahren wir noch mit. Dann geht es im Prinzip zur Warenfabrik. Dort, wo Umbrella ihr Unwesen treibt. Und dann setzen wir uns, würde ich sagen, in den Ölzug. Fahren eine Runde auf der Öllinie mit. Dann gibt es noch im Prinzip die Warenlinie und Plastiklinie. Und ja, super schöne Strecke, finde ich. Dann sehen wir aber auf alle Fälle mal die andere Seite der Berge, weil hier gibt es eine größere Bergkette mit immer wieder ein paar Tälern hier. Und natürlich auch unser Kohleabbau und allen drum und dran. Haben aber noch gar nichts von der anderen Seite gesehen. Da geht es ja auch ein Stück weiter am Fluss lang. Und das wäre im Prinzip, glaube ich, der nächste Punkt, den ich ausbauen möchte. Nicht wieder so krass wie beim letzten Mal, glaube ich, dass ich im Prinzip alle Städte erstmal voll ausbaue. Kommt auch der Zug entgegen. Sondern, dass wir erstmal ein Stück weit was anschließen, denn ich habe viele Pläne. Nachdem die Hochgeschwindigkeitsstrecke steht, kommen jetzt halt viele neuere Fahrzeuge dazu. Auch Fahrzeuge, die nicht unbedingt nur Züge darstellen. Und dann kann man sich halt mal ein paar mehr Strecken machen, weil zum Beispiel gerade an Bussen haben wir zum Beispiel gerade eine 25 km/h Strecke oder einen 25 km/h Bus. Und dann kann ich keine Fernbusstrecke machen. Ich könnte es natürlich probieren, vielleicht würde es auch genutzt werden, aber es dauert halt ewig mit dem Bus dann. Und das ist auch nicht so ideal, finde ich. Trams haben wir auch eine freigeschaltet. Da müsste ich mal nachschauen, wie schnell die ist. Vielleicht könnte man auch eine Ferntramstrecke bauen. War jetzt so gar nicht unbedingt gedacht, aber warum nicht? Wäre eine Idee. 40 km/h würden mir glatt ausreichen. Ich weiß nicht, wie schnell die Tram dann fährt, aber
Potenziell, warum nicht? Was hätte man noch? Flugzeuge kommen irgendwann nochmal, bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube 1922 oder sowas in der Richtung war es. Auf alle Fälle sollte da noch was gehen. Flugzeuge wären, glaube ich, so mein, entweder Busse oder Trams, wenn es da was in der Richtung gibt. Oder halt Flugzeug. Und ich weiß auch, wir haben neue Schiffe freigeschaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Öltanker dabei war. Wir haben noch keinen einzigen Öltanker auf unserer Karte fahren. Das würde ich gerne umsetzen. Und dann haben wir auch noch. Was haben wir denn noch? Passagierschiffe haben wir auf alle Fälle bekommen. Ich weiß nicht, wie gut das dann ist, aber schauen wir mal. Und ich glaube, das ist jetzt dann noch das erste. Ah ne, die Duran Castle haben wir ja noch. Das ist ja schon ein großes Schiff, aber wir haben noch kein großes Passagierschiff. Und das ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, um da vielleicht noch ein bisschen was zu schaffen. Und auch mal wieder was anderes zu machen. Letzte Zeit haben wir relativ oft die Züge genutzt, weil die Züge halt ein Stück leistungsstärker wurden. Ich glaube, bis. Was waren denn? Sagen wir mal so ungefähr 75 hat man kaum Züge. Oder die, die wir hatten, die waren eher recht klein, dass man die 40 km/h lockt, die 45 km/h, die waren auch noch recht schwach auf der Brust. Und dementsprechend, es lohnte sich kaum damit Güter hin und her zu fahren. Passagiere hatten wir bisher kaum auf den Strecken, aber das wird jetzt sich schlagartig ändern, glaube ich, mit der 100 km/h Lok. Die 45 km/h Lok, die war schon ein ganzes Stück stärker, aber nicht so wirklich stark. Und dann kam halt die BR-53 hier. Die war super. Und dann noch mit der PM-220, da wollte es nochmal viel besser, wobei ich die bisher kaum genutzt habe für Güterstrecken, muss ich auch dazu sagen. Hätte ich aber vielleicht mal öfter machen sollen, finde ich. Aber ich finde es auch so ganz gut, und je mehr Auswahl wir haben, desto öfter kann ich auch im Prinzip die Loks abwechseln. Nicht, dass man in den Bahnhöfen immer dieselben Loks wieder sieht oder wenn eine entgegenkommt. Ich hätte wirklich gerne, sehr gerne mehr Abwechslung. Ja. Und hier. Ach, da hinten ist die Depot, das habe ich gerade verpasst, da wollte ich noch einmal erzählen. Hier ist eine Ölfabrik. Oder eine Fabrik, die Öl verarbeitet. Da hinten ist die Warenfabrik. Und hier laden wir jetzt unseren Stahl ab für die Waren. Und dann würde ich sagen, wir springen mal ein Stück von der Ölstrecke, damit wir dann mit der Plastikstrecke nicht unbedingt nochmal dieselben Strecken abfahren. Und auch hier gerade kein Ölzug ist, würde ich warten, bis hier einer ist. Ein Ölzug, oh, hier ist auch gerade einer, der Plastik abholt. Na, noch ein bisschen, dann kannst du losfahren. Dann würde ich sagen, warten wir hier auf den Ölzug und schauen dann mal. Oder gibt es noch irgendwas zum Zeigen? Was ich glaube ich zeigen kann. Nee, noch nicht. Ah, da hinten kommt auch schon ein Ölzug. Bin ich mir relativ sicher. Ah nee, das ist auch ein Plastikzug. Und da sehe ich gerade. Die Kosten waren noch an. Was ich sehr komisch finde, das hier sind eigentlich die Kosten. Und das haben sie jetzt umgedreht zu Einnahmen und Ausgaben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur ein Flüchtigkeitsfehler war. Aber warum sollten sie daran was ändern? War das früher schon so? Dass Kosten nach oben gehen und Einnahmen nach unten? Ich hätte mich anders erinnert, aber da täusche ich mich dann scheinbar einfach. Wo bleibt denn unser Zug? Ich würde es jetzt auch nicht so Ewigkeiten hinauszögern. Wenn nicht, kann ich euch das auch einfach zurechtschneiden. Na gut, wenn du hier hinten noch stehst. Starten wir mit dir ab, bevor wir mit dir starten. Wie schaut's denn aus? Plaste und Stahl ungefähr dasselbe, sehr gut. Nun aber. Der bringt voll beladen das Öl rüber. Seht schon, wie langsam wir anziehen. Er packt das, keine Frage, er reicht die 50 km/h auf alle Fälle. Nur gerade der Start ist ziemlich schwierig mit 225 Öl. Ich glaube, das ist das Maximum, was wir je transportiert haben im Zug. 225 Einheiten. Ich würde sagen, dann gönnen wir uns nachher nur die Hälfte der Strecke mit dem Plastikkram. Oder brauchen wir uns den, glaube ich, gar nicht gönnen, weil die fährt einen Großteil parallel. Die startet im Prinzip hier und lädt Wagen auf und bringt die dann zum nächsten Bahnhof. Da fahren wir auch noch dran vorbei. Dann sage ich euch, wo das im Prinzip ablädt. Weil ich glaube, mehrmals mitfahren können wir gerne machen, auch bei den Güterstrecken, aber dann erst, wenn wir irgendwas dran geändert haben, wenn wir neue tolle Züge haben für die Güterstrecken und so weiter. Das macht, glaube ich, mehr Sinn als
jetzt hintereinander dieselbe Strecke wieder mitfahren. Ob wir nun da drüben fahren oder hier auf dem Gleis, die Landschaft ist dieselbe. Ja, hier sind im Prinzip, hier ist dann viel flacher auf einmal. Da hinten fangen die Bergketten an. Dahinter haben wir die ganzen Täler abgegrast, um Kohle, Eisenerz und dann letzten Endes den Stahl zu holen. Und hier ist alles ein Stück flacher. Und ich glaube, da hinten müssten wir jetzt auch, da sehen wir schon die erste Brücke, genau, da ist schon der Fluss. Oder der letzten Ausläufer des Sees, hier geht es ja erst in den Fluss über. Das ist hier noch relativ breit. Das mag ich an diesen Strecken. Das mag ich auch in diesem europäischen Setting, dass man im Prinzip viel Abwechslung hat. Und ich glaube, dasselbe kriegt man vielleicht auch hin für eine potenzielle Karte irgendwann mal, die wir, falls wir mal irgendwann neu starten wollen. Wenn ich im Prinzip einstelle als Geografie europäisch und als Klima dann irgendwas anderes, zum Beispiel tropisch. Das würde mir, glaube ich, sehr gut gefallen. Wieder mehr Hügel, Berge und dann halt aber auch Flüsse und so zu haben, dann aber vielleicht mal mit einem anderen Äußeren. Hier geht dann schon die Brücke rüber. Ich glaube, die ist noch gar nicht richtig verbunden. Aber ein Riesending. Die soll dann irgendwann mal nach Manhattan rüberführen. Hier kommen vier Gleise an, wo im Prinzip viel Personenverkehr lang geht. Und von da drüben kommen auch noch mal zwei Gleise, wo ich dann Manhattan mit anschließen möchte. Hier wieder ein so eine große Halle. Hier ein kleines Personengebäude, das große Gütergebäude. Da drüben haben wir noch ein großes Personengebäude. Auf alle Fälle im Prinzip hier werden dann die Waren abgeladen. Ein Durchfahrtsgleis, wo wir im Prinzip dann vom anderen Punkt aus, wo wir schon eben da waren, das Pflaster abholen, jedes einmal durchbringen, dann hier zurückkommen, Waren abladen und dann leer rüberfahren. Wir fahren hier einfach nur durch. Genauso wie der Zug da drüben. Achso, ich weiß, wo du herkommst. Ich verstehe. Wie schön. Ja, also vielleicht habe ich da zu viel Eisenbahnromantik geschaut. Oder bin zu beeinflusst durch meinen Opa, der hat eine eigene Modelleisenbahn. Ich hatte auch mal eine. Aber ist halt sehr teuer. Und gerade als kleiner Bub schwierig. Da freue ich mich doch sehr, dass es solche Spiele hier gibt. Wirklich großartig. Auf alle Fälle die Brücke soll dann auch noch nach Manhattan angeschlossen werden. Das wird ein Riesenballungszentrum hier. Ich bin schon sehr gespannt, ob das mir nicht den kompletten Verkehr sprengt, aber ich habe es schon mal groß eingeplant. Ja, hier haben wir im Prinzip so ein kleines Dreieck für das Öl. Die fahren dann noch auf den anderen beiden Seiten mit. Erstmal müssen wir aber da hochkommen. Ihr seht schon, wir werden hier langsamer, weil es hier relativ steil bergauf geht. Von da unten, da sind wir, glaube ich, bei 2 Metern ungefähr, wo der Bahnhof steht. Der Hauptbahnhof von Raccoon City, was man da hinten sehr gut sieht, weil es hier ein Stück bergauf geht. Und dann sind wir hier bei, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 34 Meter oder sowas in der Richtung. Da muss er schon ordentlich rattern, weil wir halt auch voll beladen hier hochfahren. Das sah am Anfang noch gar nicht so schlimm aus, weil das verarbeitete Öl noch nicht mit richtig da war. Mittlerweile, das ist schon eine Ladung, die er mit hier hochbringt. Ja. Da kommt das auch der Zug entgegen, der hat gerade Plastik aufgeladen. Wird das jetzt einmal durchfahren durch den Raccoon City Hauptbahnhof und dann das Abliefern in der Warenfabrik und dort gleich die Ware mitnehmen nach Raccoon City. Die Fabrik ist hier mittlerweile auch ausgebaut, so wie es ausschaut. Aber es ist nämlich alles ausgebaut, gerade bei der Warenfabrik, ihr habt das vielleicht schon gesehen. Das können wir uns auch mal anschauen, während der hier reinfährt, weil hier gibt es nicht mehr viel zu sehen, glaube ich. Genau, ah, nee, hier haben wir schon Stufe 3 erreicht. 1, 2, 3, 4, ah, ne, Stufe 4 erreicht. Hier ist es schon voll ausgebaut, aber bei der Warenfabrik noch nicht ganz. Und das liegt im Prinzip am Versand. 223 statt der momentär 225 bräuchte man, damit wir weiter aufsteigen können. Aber, ah ne, es ist jetzt schon hochgeschnitten auf 225. Daran liegt es nämlich immer. Raccoon City ist noch zu klein für solche Sachen, aber je mehr wir jetzt hier anschließen, desto größer wird das werden. So, du hast abgeladen. Können wir wieder mitfahren. Wir fahren im Prinzip jetzt die zweite Seite des Dreiecks mit. Da sehen wir auch noch den Warenzug. Da kommt auch schon der andere rein, der jetzt hier wieder Plastik aufladen möchte. Und hier, das hatte ich schon mal beim Bau erwähnt, aber hier sehen wir wirklich, dass es absoluter Schwachsinn ist mit den Pfeilern. Immer wieder wird mir gesagt, angeblich ein Pfeiler wäre im Weg oder dergleichen. Niemals. Schaut euch das an. Die Pfeiler sind komplett irrelevant. Ich weiß nicht, was da manchmal berechnet wird.
Aber ich will auch nicht drüber lästern. Vielleicht, wer weiß, was da noch im Hintergrund abläuft. Auf alle Fälle geht's hier dann weiter. Hier geht zwar auch noch ein Stück bergauf, aber nicht mehr ganz so extrem wie hier unten vom Hauptbahnhof aus. Fahren wir nochmal durch ein Stück Wald. Finde ich ganz schön. Kommen hier im Prinzip mit der dritten Seite zusammen. Dann geht es hier über eine kleine Brücke. Damit die Leute auch zur Arbeit kommen, habe ich den Weg hier gelassen. Ich wusste gar nicht, dass man Fabriken im Prinzip hinsetzen kann, ohne dass sie einen Weg brauchen. Ich habe mir teilweise so viel Mühe gegeben, die Wege hier zu platzieren, dass ich die Karte designt habe. Und dann brauchen sie nicht mal alle Wege. Und auch gerade bei den Serpentinen, wo ich die Industrien in die Berge gesetzt habe und allen drum und dran, die Serpentinen da hochzubekommen, war halt relativ aufwendig. Ich habe da bestimmt Stunden dran gesessen. Und dann brauchen sie keine Wege. Aber es schaut zumindest so gut aus, finde ich. Auch wenn sie keine Wege brauchen, das ist, glaube ich, verschmerzbar. Ja, da drüben sieht man den Fluss. Er ist hier relativ breit und geht dann hinten bei Raccoon City ungefähr oder ein Stück nach Raccoon City in den See über. Da oben haben wir eine Kohleindustrie. Die holt dann hier im Prinzip Kohle ab und ich glaube auch hier gibt es noch irgendwas. Da oben ist, glaube ich, noch eine Warenfabrik. Hier gibt es nämlich noch eine zweite Stadt, wenn wir hier weiterfahren würden. Da hinten müsste dann irgendwo München sein. Und da seht ihr auch schon unser Schiel. Schiel, ja. Ziel. Da ist eine Stahlfabrik und eine Ölquelle. Und in dieser Ölquelle werden unser Rails hergestellt für das Crispr-Verfahren, das dann in der Umbrella Inc. genutzt wird, um mannigfaltigen Unsinn anzustellen. Das habe ich im Prinzip auch schon ein bisschen vorgebaut, damit die Waren dann irgendwann mal nach München kommen. Da ist auch noch das Stahlwerk und allem drum und dran. Und ich mache lieber einmal mir den Aufwand und zwar richtig und kann dann später darauf aufbauen, also dass ich dann jedes Mal wieder anfange. Das ist wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht über sie lästern, aber ich kenne eine junge Dame etwas besser und sie staubsaugt zum Beispiel nur einen Raum mitunter. Und dann fängt sie da irgendwann nochmal an und saugt einen anderen Raum. Anstatt alles mit einem Rutsch zu machen. Und dergleichen, ich weiß, man hat nicht immer die Zeit dafür, um kompletten Wohnungsputz einzulegen und dergleichen, aber ich hole das Ding doch nicht jedes Mal wieder vor. Dann hole ich das einmal vor, mache gleich alles mit einem Rutsch, anstatt dass ich dann fünfmal das Ding vorhole, um im Prinzip weiter Zeit zu verlieren. Dann mache ich das doch, sagen wir mal, einmal die Woche oder spätestens alle 2 Wochen, saug hier einmal groß durch. Anstatt alle paar Tage immer mal wieder einen Raum oder so. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema und das ist vielleicht auch nur einfach meine persönliche Einstellung. Jo, ihr seht hier schon, hier ist sehr, sehr viel Öl, weil die Rohstofffabriken ja immer die 400 komplett direkt raushauen. Aber wir brauchen ja, ich glaube, die 400 können sie durch die zweite Stufe bei der Ölverarbeitung komplett gebrauchen, aber das Ding produziert gar nicht so viel. Das heißt, jetzt werden zwar 400 den letzten Endes angeliefert und das, ne, 400 werden komplett angeliefert, das stimmt schon. Dann werden davon aber nur, sagen wir mal, 250 gebraucht. Die 250 werden dann auch nur produziert und wird dann zur nächsten Fabrik gebracht und so weiter. Warum flickerst du denn? Seht ihr das auch? Ja. Mit der Aufnahme sollte es auch drauf sein. Das Licht flickert so sehr. Komisch. Kann ich das irgendwie ausstellen? Da kriege ich mir ja. Also falls jemand Epilepsie hat, das war mir nicht klar. Ich hätte vielleicht schneller weg gehen sollen. Aber, was? Warum? Okay. Keine Ahnung. Jetzt habe ich aber vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ist aber auch egal. Hier geht es dann leicht zumindest bergab. Das heißt, wir können auch mit der vollen Ladung hier ordentlich Fahrt aufnehmen bereits. Bei den großen Bahnübergängen gerade hier 8 Gleise. Das wird schwierig. Hier fahren ja dann auch noch später viele Züge lang, die Kohle und Erz bringen. Dann fahren auf alle Fälle, fährt auf alle Fälle auch noch ein Zug, der den Stahl hin und her bringt. Dann fahren hier noch Züge durch, die Plastik und Waren hin und her bringen. So, das wird eine ganze Menge. Dann stehst du nur noch hier davor und weißt nicht, wann du fahren sollst. Vielleicht sollte man dann irgendwann mal eine Brücke bauen, aber andererseits, es fährt hier im Moment nichts, weil es wird leider nicht simuliert, dass die Fabriken auch Arbeiter bräuchten. Finde ich ein bisschen schade, aber für sowas gibt es zum Beispiel einen Mod. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass im Prinzip die dann auch ein Personenbedürfnis haben, aber auf der anderen Seite führt das halt zu mehr Zielen, wodurch du durch den Personenverkehr auch mehr
mehr Stadtwachstum generierst und dergleichen. Das greift ja ziemlich stark in den, in die Balance, in das Balancing des Spiels ein, finde ich. Und ich weiß noch nicht, ob mir das so gut gefällt, um ehrlich zu sein. Aber da habe ich auch schon überlegt, den im Prinzip mit reinzubringen. Dann, falls wir mal irgendwann neu anfangen, jetzt nicht mehr unbedingt, aber vielleicht den anderen mal. Wir haben auch schon mittlerweile 50 km/h erreicht, sehe ich gerade. Ich glaube, dann hört sich die Lok immer ein Stück anders an, wenn sie ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Das kann aber auch reine Einbildung von mir sein. Ja, was für ein schönes Spiel. Schön sind immer die Felder von deinen Bauern. Ich wollte irgendwas noch sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Nun gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier die 60 km/h nicht erreichen. Aber wir haben jetzt die 80 km/h Waggons freigeschaltet. Und ich glaube, wenn ich da meine bessere Lokomotive kriege, vielleicht eine Lokomotive, die eher zu dem Güterverkehr passt, dann würde ich glatt nochmal wechseln oder generell, wenn wir eine neue Lokomotive bekommen. Im Moment, weil es so ist, würde ich es erstmal so lassen. Die sind ja noch relativ neu, die. Ob das nun 10 km/h mehr sind oder nicht, was soll's. Damit kann ich, glaube ich, leben. Die Stadt ist voll versorgt. Wir haben es eben vorhin gesehen, da waren 100% drauf. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen. Vom Spielmechanischen her. Und da mir die Loks auch so noch gut gefallen, würde ich sagen, wenn mal irgendwann dann eine andere Lok noch da ist, hier schon wieder ein Huckel drin. Und das ist echt furchtbar mit diesen Huckeln. Wenn man schon eine Grafik weiter rumschrauben will, sie haben vieles jetzt im letzten Patch mitgebracht, fand ich super, keine Frage. Aber dann doch bitte mal endlich diese Huckel rausnehmen bei den Bahnübergängen. Das ist. Ich finde es absolut furchtbar, ganz ehrlich. Es ist richtig vom Optischen her schlimm. Und das gibt es halt auch schon seit Ewigkeiten. Und so schön sie das Spiel auch gemacht haben. Das wäre so ein Anliegen, was ich definitiv gelöst haben möchte, damit das Spiel einfach noch viel schöner ist. Es ist wirklich richtig, es sieht richtig schlimm aus, meiner Meinung nach. Aber okay. Hier seht ihr dann zum Beispiel auch noch die Gleise, die ich schon mal gelegt habe, um dann irgendwann mal nach Appalachia zu kommen, mitten durch die Berge. Ich glaube, das wird eine richtig coole Strecke. Wir fahren nämlich hier dann da, wo wir das Öl abgeliefert haben und da, wo Plastik aufgeladen wird. Da fahren wir rauf, hinter der Fabrik vorbei irgendwann mal. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, um den kleinen Tunnel werde ich nicht drum herum kommen. Und dann kommen wir auch irgendwo aus dem Tunnel wieder raus, hinter den Bergen. Dann wird es Brücken und Serpentinen, würde ich es nicht nennen. Aber wir werden auf alle Fälle in den Bergen lang fahren, weil Appalachia liegt, glaube ich, bei 150 Metern oder sowas. Wir sind hier bei 0. Oder so gut wie 0. 2 Meter irgendwas. Und, ja, wird eine schöne Strecke, glaube ich. Wird sehr angenehm. Auf alle Fälle, das wird eine Strecke, auf die ich mich schon freue. Was die weiteren Personenstrecken angeht, abgesehen von der Strecke, die ich jetzt als Höchstgeschwindigkeitsstrecke definieren würde, die ich möglichst gerade laufen lasse, die über 3/4 der Map führt, würde ich, glaube ich, personentechnisch erstmal noch gar nicht unbedingt so viel machen. Und auch generell, wenn wir jetzt so vieles freigeschaltet haben, ich zeige euch das gleich noch im Anschluss, aber erstmal würde ich die Mitfahrten gerne abschließen. Entschuldige dich bitte kurz. Ich dachte, ich pack's, aber ich rede jetzt auch schon seit einer Dreiviertelstunde fast ununterbrochen. Ab und zu braucht die Stimme ein wenig Ölung. Und ja, worauf wollte ich hinaus? Apropos, ich wollte nicht mehr so viel Züge erstmal nutzen, sondern ich glaube, so um das Jahr, ich glaube 1920 war es oder gleich, gibt es hier Hochgeschwindigkeitszüge. Das sind nur noch 18 Jahre. Vielleicht können wir bis dahin erstmal noch ein paar Schiffe setzen. Vielleicht ein anderer, obwohl. Wir werden nicht drum herum kommen, noch den einen oder anderen Zug zu setzen, aber potenziell, vielleicht, wenn ich die Wahl habe, eher erstmal ein paar Schiffe zu setzen. Oder vielleicht gibt es ja auch noch die Flugzeuge, vielleicht einen brauchbaren Bus oder brauchbare Tram und so weiter. Erstmal das weitermachen und dann können wir mit den Hochgeschwindigkeitsgleisen arbeiten. Ich würde nicht alles direkt upgraden wollen. Ich weiß, da gibt es eine Trophäe, die hätte ich sehr, sehr gerne. Die besagt. Glaube ich, man muss mindestens 100 Kilometer elektrifizierte Gleise haben und auch ausschließlich elektrifizierte Gleise. Oder waren es Hochgeschwindigkeitsgleise? Es könnte auch Hochgeschwindigkeitsgleise gewesen sein. Auf alle Fälle, was ich gleich mit impliziert habe, ist, dass es auch den Strom irgendwann gibt. Ich glaube, die beiden Sachen kommen gemeinsam. Und dann könnten wir sogar irgendwann mal die erste elektrisch betriebene Lokomotive haben. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich glaube, irgendwann gibt es dann auch noch Dieselloks und allen drum und dran. Bisher haben wir uns ja ausschließlich mit Dampf beschäftigt.
glaube, da können wir uns jetzt so langsam auf einiges freuen, weil der technologische Fortschritt im 20. Jahrhundert halt doch recht rapide war im Vergleich zu davor. Ich habe letztens ein Bild gesehen, das war schon etwas älter zugegebenermaßen, aber zwischen dem ersten Flugzeug und der Mondlandung lagen ungefähr 66 Jahre, wurde auf diesem Bild tituliert. Ich müsste jetzt nachschauen, ob das stimmt. Ich hoffe, den Rasenmäher nicht, da hat gerade jemand den Rasenmäher angemacht. Und zwischen der Mondlandung und jetzt liegen auch nochmal 66 Jahre. Müsst ihr euch mal überlegen, von Fliegen ist nur was für Vögel, bis hin zu, wir waren auf dem verdammten Mond, der, weiß ich denn, wie weit weg ist, 150.000 Kilometer oder sowas, bis hin zu heute, was, wie weit wir gekommen sind, so als Menschheit generell, zumindest auf alle Fälle technologisch. Bei anderen Sachen kann man sich sicherlich drüber streiten, keine Frage, aber technologisch ist das atemberaubend gewesen, diese Zeit. Und genau in dieser Zeit kommen wir jetzt so langsam immer weiter rein. Ich hatte letztens das schon mal in einem der Stadtporträts genannt. Wir hatten ja zum Beispiel Konrad Röntgen entdeckt die Röntgenstrahlung. Dann, es gibt immer mehr Experimente, die darauf hinweisen, dass diese Theorie vom Äther, wo sich das Licht drinne aufhält, Humbug ist und im Prinzip das Weltall einfach aus viel Nichts besteht. Und irgendwann kam dann der Herr Einstein auf die Idee, dass vielleicht die Lichtgeschwindigkeit das Maximum sein könnte, was man so erreichen kann. Und zur selben Zeit wurden auch immer mehr Kleinstsachen entdeckt. Zum Beispiel, irgendwann hat der Herr Rutherford noch vor 1900, das haben wir mittlerweile auch verpasst, entdeckt, dass wenn man Atome auf andere Atome schießt, prallen die entweder komplett direkt ab. Oder war der das? Ich glaube, der war das. Der Herr Rutherford. Müssen Engländer gewesen sein, dass sie nicht komplett entweder hindurchgehen, sondern dass gewisse Teile einfach komplett abgeprallt sind. Und dann entstand im Prinzip diese Idee und nicht die Idee Standort. Das waren, glaube ich, die ersten Griechen, die irgendwann mal das Atom tituliert hatten. Auf alle Fälle haben die Idee wieder auf. Er hat sie wieder aufgegriffen und im Prinzip ein eigenes Modell gemacht, dass es irgendwo da drinnen kleinere Sachen gibt und viel nichts dazwischen. Und so ging das immer weiter. Ich weiß nicht, wann das Bohrsche Modell kam. Na, Physik. Ich glaube, ich hatte mindestens 13 Jahre Physik. Nee, das stimmt nicht. Ich durfte, weil kein Physik-Leistungskurs zusammengekommen ist, nicht da weitermachen, sondern ich gehe mir einen Chemie-Leistungskurs und nehme das zeitlich nicht mehr auf. Und dann waren es nur 10 Jahre, glaube ich. Nee, wir fangen ja nicht mit der ersten Klasse an, da war es noch viel weniger. Auf alle Fälle ein bisschen Physik hatte ich gehabt. Dann nochmal Experimentalphysik im Studium. Bin ja auch Ingenieur, da kam immer wieder Physik. Du hast nochmal Extramechanik, du hattest nochmal Thermodynamik auf alle Fälle. Dann konntest du nochmal solche Sachen wählen wie Optik und dergleichen. Um nochmal das Ganze zu vertiefen, ich möchte behaupten, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich hatte relativ viel Physik, ich weiß es jetzt aber nicht mehr. Ich würde jetzt mal grob sagen, um das Jahr 1910 kam dann irgendwann der Herr Bohr damit, dass es vielleicht noch mehr gibt. Es wurden dann immer mehr Experimente in der Richtung gemacht. Und der Herr Planck hat mal irgendwann gesagt, ich glaube, das war auch 1800 noch irgendwas, fast am Ende des Jahrhunderts, dass Energien gequantelt sind, weil er das mit durch Experimente beim Licht festgestellt hat, dass man es irgendwann nicht weiter zerlegen konnte. Oder zerlegen konnte, das klingt so falsch. Und eigentlich ist es auch vollkommen egal, das soll ja keine Physik-Unterrichtsstunde sein. Ich wollte nur darauf hinaus, die technischen Fortschritte werden jetzt hier immer bedeutsamer und nicht bedeutsamer, immer in kürzeren Abständen. Und die technoökonomischen Paradigmenwechsel folgen jetzt auch dann damit in kürzeren Abständen und dementsprechend die zweite technische Revolution haben wir schon, die dritte müsste bald kommen. Und auf die vierte können wir uns auch noch freuen. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann aber auch Feierabend. Die Folge geht schon wieder seit fast 50 Minuten. Hier haben wir angefangen mit dem Öl. Da drüben fährt dann halt noch die Dingstrecke, die Waren- und Plastikstrecke, aber da sind wir jetzt mehr oder weniger auch schon mit dran lang gefahren. Ich glaube, das passt so ganz gut. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Mitfahrt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer ganz besonderen Mitfahrtsfolge. Bis dann.